Dann schönen guten Tag alle zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Panel-Diskussion, die nationale Bildungsplattform lebensbegleitendes, kollaboratives und selbstsouveräne Bildung. Da haben wir ja schon drei große Schlagworte im Titel unseres Panels, die es im Verlauf zu diskutieren gilt. Mein Name ist Alexander Knoth. Ich arbeite beim DAD als Chief Digital Officer und leite dort das Digitalisierungsreferat und bin selber leicht befangen, weil ich in dem Prototypen des BIRD-Projektes zusammen mit Frau Lucke auch mitarbeite an der ersten Entwicklung eines Prototypen für eine vernetzte Infrastruktur im Rahmen des Aufbaus der Bildungsplattform. Ich möchte Ihnen gerne mein Panel heute vorstellen. Frau Dr. Herr Krieg, vielleicht können Sie mich kurz muten. Die Lautsprecher sind zu laut. Jetzt ist er wieder raus. Okay, das gehört ja klassisch dazu bei einer Online-Veranstaltung, bis wir alle zusammenbekommen haben und die Technikprobleme in den Griff gekriegt haben. Ist ja immer eine kleine Herausforderung. Wir hoffen, dass Herr Krieg sich gleich noch uns zuschalten kann. Ich wollte begrüßen Frau Dr. Katrin Hanken. Sie ist die Leiterin der Unterabteilung im 31 berufliche Bildung im BMBF. Dort ist auch die Projektgruppe zum nationalen digitalen Bildungsraum angesiedelt, von der aus ja jetzt die Pilotinitiativen und die unterschiedlichen Stränge gestartet werden. Des Weiteren Herrn Peter Kreisler. Er leitet die Unterabteilung 41 Hochschulen im BMBF und ist heute hier auch stellvertretend, um über die OZG-Umsetzung in diesem Bereich zu sprechen. Und wir haben gerade schon gescherzt und durften mit herausfinden, dass Frau Hanken und Herr Kreisler nun mal zusammen auf einem Panel sind, was sehr schön ist und das für den Austausch zwischen der beruflichen Bildung und Hochschulbildung auf jeden Fall wegweisend ist. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen. Des Weiteren ist Herr Krieg Professor und Prorektor an der RWTH Aachen für Studium und Lehre mit uns oder hoffentlich gleich auch mit uns und wird hier eine Perspektive aus dem Bereich der Hochschulen beisteuern. Ich begrüße David Kuska. Er ist Bachelorstudent der Informatik an der Universität Potsdam und außerdem selber auch betroffen, denn er arbeitet in dem BIRD-Pilotprojekt mit. Ich begrüße Philipp Schmidt. Er ist Direktor Digital Learning am MIT Media Lab und arbeitet selber stark im Bereich der Digital Credentials mit einem Schwerpunkt auch in Richtung Open Badges sowie im Bereich des Digital Credentials Consortium. Da kennen wir uns auch unter anderem hier, hat er neulich erst einen Input bei uns gegeben. Herr Dr. Christian Büttner ist auch bei uns. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bündnisses für Bildung und Leiter des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg. Damit hat er sich eben auch schon als ehemaliger Berufsschullehrer geoutet und hält hier auch unter anderem die Fahne der beruflichen Bildung hoch, vertritt aber das Bündnis für Bildung im Bereich der Kommunen, der öffentlichen Hand und auch der EdTech Organisationen, die hier in dem Bündnis organisiert sind. Wir würden jetzt wie folgt verfahren. Frau Hanken wird uns einen ersten Input geben zum nationalen digitalen Bildungsraum und danach steigen wir dann ein in die Diskussion. Für Sie als Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier uns auch zugeschaltet sind, nutzen Sie gerne das Q&A-Tool, um Fragen zu stellen und sich zu beteiligen an der Diskussion. Wir hoffen, dass wir auch einige Punkte dann von Ihnen im Rahmen der Diskussion aufnehmen können. Und damit würde ich jetzt direkt überleiten an Frau Hanken und um Ihren Input bitten. Ja, vielen Dank, Herr Knoth, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Panel. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und auch nochmal vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich sehr, dass wir als BMBF heute hier die Möglichkeit haben, Ihnen unser Projekt der nationalen Bildungsplattform vorzustellen. Dieses Projekt ist jetzt noch gar nicht so alt. Es ist gerade mal ein Jahr her, dass die ersten Überlegungen dazu gestartet sind.
Und insofern möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen etwas über die Zielsetzung des Projektes und auch den aktuellen Umsetzungsstand zu berichten. Wenn ich sage, es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass wir begonnen haben, dieses Projekt zu entwickeln, dann können Sie sich vorstellen und wissen, in welcher Situation das gewesen ist, nämlich in einer Situation, wo natürlich gerade besonders viel über die digitale Bildung und auch die Lücken in der digitalen Bildung diskutiert worden sind, wo wir gesehen haben, wie die Schulschließung, Unterricht auf Distanz gegeben werden musste. Und eben auch natürlich auch für die Hochschulen viele Änderungen waren. Aber auch das wurde ja eingangs gesagt, Hochschule und berufliche Bildung heute hier vertreten, es betrifft den gesamten Bildungsbereich, wo es große Veränderungen gibt und wo die Digitalisierung voranschreiten muss, wo aber auch noch viel zu tun ist. Und mit der nationalen Bildungsplattform wollen wir ein strukturbildendes Vorhaben für die digitale Bildung aufsetzen, was natürlich schon ein großes Projekt ist und auch große Ziele sind. Und ich habe jetzt nur 10 Minuten, deshalb will ich eben auch einiges darstellen, nicht alles. Wir haben auch die Möglichkeit, noch Fragen zu beantworten. Ich möchte nur vielleicht auch noch mal vorweg sagen, worum es uns eben geht, dass unser Ziel ein leistungsfähiger, international anschlussfähiger Bildungsraum. Und daran arbeiten wir mit der nationalen Bildungsplattform. Und vielleicht jetzt mal die nächste Frage. Ich habe es eingangs gesagt, nationale Bildungsplattform, da fragt sich vielleicht der eine oder andere erstmal, was hinter dem Begriff sich dann wirklich erläutert. Und er ist auch in der Tat etwas irreführend, was auch daran liegt, dass er eben aus dieser Diskussion in der Corona-Pandemie entstanden ist, wo stark natürlich auch der Fokus auf die schulische Bildung war. Und deshalb der Titel nationaler Bildungsplattform gewählt wurde in der politischen Diskussion. Das, was wir aber machen, geht weit darüber hinaus. Denn wir machen nicht eine Bildungsplattform im Sinne, dass der Bund hier Bildungsanbieter werden möchte, sondern wir haben, wie ich eben auch schon eingangs sagte, ein Infrastrukturprojekt vor. Wir wollen kein Konkurrenzprojekt machen zu eingeführten Plattformen, die es bereits gibt im Hochschulbereich, im Schulbereich, aber auch von privaten Anbietern, sondern wir wollen eine Vernetzungsplattform, eine Meta-Plattform errichten. Und das ist es, das Ziel, also die Entwicklung einer Vernetzungsstruktur, wo die bestehenden Plattformen miteinander vernetzt werden, aber auch natürlich neu entstehende Plattformen miteinander vernetzt werden. Das ist unser Auftrag jetzt als BMBF, den wir bekommen haben, zu dem wir auch die entsprechenden Mittel bekommen haben, um das umzusetzen, was schon mal sehr erfreulich auch ist, sodass wir vor einem Jahr eben starten konnten mit dem Ziel, dass wir diesen digitalen Bildungsraum entwickeln wollen, indem wir eben aus der jetzt ja doch bestehenden sehr heterogenen Plattformlandschaft ein Plattformökosystem machen. Und dieses muss natürlich auch leistungsfähiger sein als die Plattform im Einzelnen. Das soll serviceorientierter werden, indem halt die Plattformen ineinander greifen und miteinander vernetzt werden. Und dazu brauchen wir diese Meta-Plattform als Vernetzungsinstrument, indem wir eben Lernende und Lehrende einbinden, Bildungsteilnehmer und Bildungsinstitutionen. Und auch das möchte ich ausdrücklich sagen, öffentliche wie private Anbieter mit einbinden in dieses Ökosystem. Was soll dieses Ökosystem können? Es soll sich in erster Linie auf den Nutzer zentrieren. Das heißt, es soll vom Lernenden her denken. Das sind natürlich auch Sachen, die Sie jetzt alle nicht zum ersten Mal hören in den Diskussionen, dass man vom Lernenden her denken soll. Aber ich glaube, das eine ist das, was man als Ziel hat. Das zweite ist, wie man wirklich die Umsetzung miteinander dann eben auch voranbringen kann. Und was wir möchten, ist einen individuellen Zugang zu vielfältigen Bildungsangeboten zu finden. Wir haben jetzt schon viele Angebote, aber diese Angebote sind halt einzelne Silos, die nicht miteinander verzahnt sind, die noch nicht ausreichend miteinander verbunden sind. Und deshalb eben auch meistens nur einen Bildungsabschnitt oder einen kleineren Bildungsteil betreffen. Wir wollen wirklich eine lebensbegleitende Bildungsreise durch unsere Meta-Plattform abdecken können, als Vernetzungsstruktur. Darum geht es uns. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht nur auf einen bestimmten Bildungsbereich gucken, nicht nur die Schule, die Hochschule, die berufliche Bildung oder die Weiterbildung, sondern wirklich gucken, der Kompetenzerwerb ist während der gesamten
Bildungsreise dort und muss deshalb auch während der gesamten Bildungsreise miteinander verzahnt werden. Das heißt, wir brauchen verschiedene Bildungsangebote, die bruchlos miteinander vernetzt werden können. Das bedeutet nicht nur, dass die formalen Bildungsangebote und nonformalen, sondern auch, dass informelle Lehr- und Lernmöglichkeiten miteinander vernetzt werden. Und dann der Nutzer auswählen kann, wie er seine individuelle Bildungsreise auf dieser Meta-Plattform begehen möchte. Diese lebensbegleitende Reise, die ich bisher genannt habe oder die ich schon gemacht habe, was bedeutet sie für den einzelnen Nutzer ganz konkret? Dass wir ihm durch eine Meta-Plattform und eine Vernetzungsstruktur die Möglichkeit geben, sich zu informieren und sich zu orientieren. Denn das Angebot, das es ja jetzt schon gibt, ist ja nicht klein, sondern es ist schon sehr viel vorhanden. Aber eine Orientierung ist recht schwierig, aufgrund einfach auch der Menge von Angeboten. Wir möchten, dass er Zugang zu diesen, er oder sie, den Zugang zu diesen Lehr- oder Lernangeboten bekommt und eben dann auch bruchlos vom einen in das andere Lernangebot wechseln kann. Zur nächsten Folie bitte. Die Ziele habe ich Ihnen erläutert, die sind sehr ambitioniert und wir haben, wie gesagt, im letzten Jahr angefangen, mit diese Ziele eben sowohl aufzustellen als auch umzusetzen und ich möchte Ihnen jetzt kurz darstellen, wo wir beim Umsetzungsstand aktuell stehen, wie wir rangegangen sind und wo wir aktuell stehen. Und wir haben im April des Jahres eine Förderrichtlinie veröffentlicht, mit der wir das Projekt jetzt gestartet haben. Dabei haben wir berücksichtigt, dass wir nicht auf einer grünen Wiese anfangen. Das habe ich auch eben schon geschildert, weil es ja eben schon viele Bildungsangebote auch gibt in diesem Bereich, sondern natürlich auch Bestehendes aufgreifen. Das macht es auf der einen Seite schwieriger für uns, weil wir natürlich schauen müssen, wie die bestehenden Angebote miteinander vernetzt werden können. Es macht es aber auf der anderen Seite auch einfacher für uns, weil wir schon auf Funktionierendes aufsetzen können und Funktionierendes einbinden können und einfach auch sehr viele Akteure haben mit Kenntnissen, die wir in diesen Prozess einbringen können. Wie gesagt, haben wir im April dieses Jahres eine Förderrichtlinie veröffentlicht, in der es um drei konkrete Ziele geht, die eben auch auf dieser Folie dort dargestellt werden. Erstens geht es um Bildungsangebote, die Institutionen und Bildungsphasen übergreifend konzipiert werden. Dieses Bildungsphasenübergreifende ist uns halt eben wichtig, da es für den Kompetenzerwerb auf der Bildungsreise ebenso wichtig ist. Das Zweite sind Qualifizierungskonzepte für Lehrende, um innovative Angebote betreuen und vermitteln zu können. Die Diskussionen kennen Sie natürlich auch. Die besten digitalen Angebote helfen nichts, wenn sie keiner vermitteln kann. Und dass natürlich den Lehrenden dort eine ganz besonders große Rolle zukommt. Und drittens geht es um die Konzipierung von Prototypen für die künftige nationale Bildungsplattform, also eben um das Vernetzungsinstrument. Bei dieser Förderrichtlinie haben wir für alle drei Ziele, die hier genannt werden, uns dafür entschieden, dass wir erstmal transferfähige Prototypen entwickeln. Das heißt, wir haben erstmal eine Konzeptphase, eine relativ kurze Konzeptphase und dann erst nachdem wir in der Konzeptphase getestet haben und evaluiert haben, wie es funktioniert und ob es funktioniert, gehen wir in eine Umsetzungsphase. Dieses Testen und Schauen, wie es miteinander verschränkt und vernetzt werden kann, ist uns besonders wichtig, da es die Voraussetzung dafür ist, dass es ein wirklich vernünftiges Vernetzungsinstrument eben auch geben kann. Als Ergebnis der Konzeptionsphase sollen lauffähige und nach professionellen Maßstäben dokumentierte Funktionsmuster erstehen, die eben, wie gesagt, getestet und prototypisch betrieben werden können. Es folgt erst dann eine zweijährige Umsetzungsphase, wo wir halt eben dann auch das Miteinander verzahnen weiter uns anschauen können. Wichtig, und da komme ich jetzt nochmal explizit drauf, ist es uns insbesondere bei dem Ziel 3, dass es hier um einen Wettbewerb geht. Das ist die Vernetzungsinfrastruktur, die wir aufbauen wollen, die Prototypen, von denen schon die Rede war, auf denen dann auch die Angebote laufen können sollen. Hier handelt es sich um einen Wettbewerb, das heißt, wir schauen bei mehreren Prototypen, jetzt sind es 4 Verbundprojekte, die laufen,
wie sich eine solche Vernetzungsstruktur aussehen kann. Und es geht nicht darum, am Ende dann eines dieser vier Prototypen auszuwählen und zu sagen, das ist es jetzt, sondern es geht genau darum, was funktioniert wo und was kann miteinander funktionieren, um am Ende daraus eine Auswahl, eine Leistungsbeschreibung für ein Vergabeverfahren zu machen, wo wir eben eine wirklich funktionsfähige Infrastruktur eben auch ausschreiben können. Das heißt, auch hier ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Prozess immer wieder reinschauen, wie läuft das Ganze, dass wir es immer wieder testen, dass die Angebote darauf laufen und eben auch die Kriterien anhand dessen dann eben auch auswählen können. Wenn die Rede ja die ganze Zeit von einem Vernetzungsinstrument ist, ist natürlich das Wichtige, und da kommen wir dann auch zur nächsten Folie. Wenn wir eine Meta-Infrastruktur aufbauen, ist es ein sehr technisches Vorhaben, das erstmal laufen muss, dass das erst im zweiten Schritt dann vielleicht auch nochmal die Inhalte nochmal von besonderer Bedeutung sind. Aber wichtig ist hier, dass auch in der Technik ein Zusammenspiel stattfindet, eine Interoperabilität gegeben ist. Das heißt, die Systeme und Anwendungen, die es gibt, müssen zusammenspielen. Und ich sagte es ja bereits, dass wir nicht auf der grünen Wiese anfangen, sondern es schon einiges gibt. Und da gucken wir uns natürlich auch genau an, welche Technologien gibt es bereits jetzt, wie funktionieren bestimmte Angebote bereits jetzt, welche Standards gibt es bereits jetzt, auf die man zurückgreifen kann, welche werden auch entwickelt. Das ist auch nicht etwas, was wir nur hier in Deutschland machen, sondern wir gucken uns natürlich auch an, was in anderem, gerade im europäischen Kontext stattfindet und wie man auch davon lernen und das mit aufgreifen kann. Wir sehen gerade auch zum Beispiel im Hochschulbereich, wie Datensysteme gemeinsam genutzt werden können und verwaltet werden können. Und ich glaube, das ist halt eben auch ein großer Vorteil, den wir haben, wenn halt eben dieses durch eine Vernetzungsinfrastruktur noch stärker miteinander verzahnt werden. Wir haben auch bei diesen Ziel 1 und 2 von der Förderrichtlinie Projekte natürlich auch ausgesucht, die eben auch, wie ich sagte, bildungsbereichsübergreifend, wo diese Interoperabilität eine besonders große Rolle spielt. Und da geht es zum Beispiel um die Bereitstellung von Lehr- und Lehrangeboten mittels eines digitalen Medienregals für den digitalen Unterricht, unabhängig davon, ob Schule, Hochschule oder berufliche Bildung zum Beispiel. Es geht um die Anerkennung von Studienleistungen und den Datenaustausch zu Campus-Management-Systemen. Wahrscheinlich hier bei den Beteiligten ein großes Thema eben auch. Es geht aber auch im Bereich zum Beispiel von der Qualifizierung von Lehrpersonal, Aufbau von Online-Communities, auch für eine internationale Vernetzung und für einen Austausch oder eben auch zum Beispiel um Lern- und Lehrangebote zum Thema Cybersicherheit. Das sind eben die Bildungsangebote und Bereiche für Qualifizierung von Lehrenden, die jetzt halt eben auch mit der Förderrichtlinie ausgesucht worden sind. Die Interoperabilität habe ich genannt, die Verknüpfung habe ich genannt mit den Bildungsangeboten, die wir hier haben. Jetzt komme ich zu einem nächsten weiteren wichtigen Punkt in der ersten Umsetzungsphase, den ich vorhin schon mal auch angesprochen habe, nämlich das Thema ist hier, wie wir halt eben diese Nutzerzentriertheit eben auch umsetzen können. Und auch hier schauen wir, was es halt eben bereits gibt an Systemen, auch in verschiedenen Bereichen. Ich sagte es bereits im Hochschulbereich oder im EU-Bereich, internationale Diskussionen, die hier gibt, und wo wir gucken, wie diese Nutzerzentriertheit eben auch umgesetzt wird. Und dafür ist dringende Voraussetzung natürlich Transparenz. Das heißt, wir greifen auf offene Systeme eben auch dort zurück und dass eine zuverlässige Orientierung über Bildungsangebote und Zugangsvoraussetzungen stattfindet. Dieses ist unverzichtbar. Wenn wir die Nutzerzentriertheit betrachten, ist es aber auch so, dass jeder Nutzer dieser Plattform meistens ja nicht nur eine Rolle hat, sondern mehrere Rollen einnimmt. Und wir ja auch nicht mehr in einer Bildungsbiografie, die sich über den gesamten Lebensweg zieht, nicht mehr reine Bildungsphasen und Arbeitsphasen haben, die sich aneinander anschließen, sondern ineinander übergehen. Wenn ich in einer Arbeitsphase bin, bin ich auch in einer Bildungsphase und umgekehrt. Und das ist für uns eben auch wichtig, dass wenn wir diese Nutzerzentriertheit betrachten, eben auch wissen, dass der Nutzer unterschiedliche Rolle hat, sowohl als Lernender
als auch als Lehrender und dass er dann auch die Möglichkeit haben muss, bei seiner Navigation auf der Bildungsreise dieses individuell in seinem Nutzerverhalten auch darzulegen durch ein individuelles Datencockpit und Navigationsfunktionen, die er eben auch damit hat. Dieses ist ganz wichtig, um eben auch die Übergänge zu ermöglichen aus diesen unterschiedlichen Phasen, wie zum Beispiel von Schule in Hochschule, von Schule in berufliche Bildung, von beruflicher Bildung in Hochschule oder eben auch in die Weiterbildung. Dafür ist eben das Gelingen dieses Übergangs hat für den Erfolg von modernen Erwerbs- und Lernbiografien eine große Bedeutung und muss halt eben auch hier mitgedacht werden. Um dieses halt eben auch in unserer nationalen Bildungsplattform abzubilden, müssen wir in den Fokus nehmen, dass wir eben eine breite Information zu Bildungsangeboten und Bildungsanbietern eben auch in der nationalen Bildungsplattform haben werden, mit einer umfassenden Orientierung zu über Bildungs- und Erwerbsbiografien, dass es wichtig ist, einen einfachen Zugang zu haben zu den Lern- und Qualifizierungsangeboten und dass der Nutzer selber entscheiden kann, welche Lernstände und Kompetenznachweise er in seinem individuellen Datencockpit einstellen möchte, in seinem Datenwallet, da komme ich gleich nochmal drauf, einstellen möchte und diese halt eben eigenverantwortlich steuern kann. Wichtig ist also, dass es nicht eine vorgegebene Bildungsreise ist, sondern dass jeder individuell diese gestalten kann und entwickeln kann und sich an seinen persönlichen Bedarfen da eben auch orientieren kann. Und daher komme ich damit auch schon zu dem großen Thema Datensouveränität, welches auf der nächsten Folie nochmal dargestellt wird, weil das natürlich was ganz Wichtiges ist. Wenn ich es die Nutzerzentriertheit eben auch habe, ist natürlich auch für den Nutzer ganz wichtig, wie mit seinen Daten umgegangen wird, wer seine Daten verwaltet und wo ich meine Daten eben auch hingebe. Und da ist es eben auch eine besondere Verantwortung, die natürlich der Nutzer eben auch hat dort, der Lehrende und der Lehrende, wie er mit seinen Daten eben auch umgeht. Und für uns ist das Entscheidende eben auch hier, dass der Nutzer in der Lage sein muss, der Lernende und Lehrende, dass er informiert ist und selbstbestimmt entscheidet, wem er zu welchem Zeitpunkt welche Daten eben auch freigibt. Er muss halt eben seine Datensouveränität immer und jederzeit behalten, aber er muss auch selber sehen können und wissen können, wem er seine Daten freigibt. Das heißt, wir brauchen auch ein gewisses Vertrauensverhältnis in diesem Raum, was auch durch Standards sichergestellt werden muss. Um diese Daten zu verwalten, soll es ein Data Wallet geben, wo diese Daten und insbesondere auch Zertifikate, Zeugnisse, Abschlüsse, Lernstände etc. eben auch abgespeichert werden können. Das ist ein schwieriges technisches Unterfangen, wie man aus aktuellen Diskussionen weiß. Und insofern gucken wir uns natürlich auch genau an, wie solche Data Wallets funktionieren, wie sie vielleicht besser funktionieren, was man davon übernehmen kann, wo man nochmal genau schauen muss, wie eine solche Datenablage eben auch funktionieren kann. Aber wir müssen uns natürlich auch Gedanken über Standards machen, wie wir halt eben vertrauenswürdige Einrichtungen auch in diesem Raum haben, denen man Daten freigeben kann. Ich hatte es auch schon eingangs erwähnt, insofern würde ich jetzt auch zur nächsten Folie kommen, dass wir uns genau auch eben auch verzahnen mit anderen Prozessen. Die nationale Bildungsplattform soll nicht isoliert stehen. Es ist nicht ein Projekt, das betrieben wird, sondern wie ich eben gerade schon bereits gesagt habe, bei den Data Wallets, wo wir uns natürlich genau angucken, welche Entwicklungen es dort schon gibt, schauen wir auch in anderen Prozessen, wie wir uns miteinander verzahnen, wie wir die einbeziehen können, wie wir eben mit gleichen Technologien arbeiten können etc. Und es gibt zahlreiche parallele Bezugsvorgänge, sowohl aus anderen, aus den Ländern, also Bund und Länder arbeiten auch hier zusammen, also als auch aus Branchen oder Bildungsbereichen. Und einer dieser Bereiche ist eben auch das Online-Zugangsgesetz, wo es ja jetzt schon darum geht, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und dies halt eben auch einheitlich
von Bund und Ländern mit diesem Einer für alle Lösung, die dort vorangetrieben werden. Herr Greisler, mein Kollege, wird ja da nochmal etwas tiefer gleich in der Diskussion drauf eingehen. Wichtig ist halt, dass, das wollte ich nochmal deutlich machen, dass wir das zusammen eben auch denken, wir dort eben auch die Prozesse miteinander vereinbaren können, dass wir die gleichen technischen Werkzeuge und auch Prozesse haben und nicht parallele Entwicklungen dort forcieren. Und dazu brauchen wir halt eben eine digitale Infrastruktur. Dazu müssen wir schauen, welche bestehenden Infrastrukturen gibt es, auch gerade auf der föderalen Ebene, die wir mit berücksichtigen müssen. Welche Rahmenbedingungen gibt es, die wir dort mit berücksichtigen müssen. Wir haben aber schon auch im Blick, welche Potenziale es gibt, um noch Verbesserungen durchzuführen und auch einfachere Zugänge schaffen zu können im digitalen Raum. Ich will das hier nur anreißen, weil, wie gesagt, in der Diskussion werden wir ja noch auf den einen oder anderen Punkt umgehen. Außerdem sollte ich mich ja auch an 10 Minuten halten, die ich, glaube ich, schon überschritten habe. Insofern komme ich jetzt auch zur letzten Folie, weil es eben auch ein sozusagen abschließender Punkt ist, der für uns natürlich von besonderer Bedeutung ist. Deshalb freue ich mich auch, dass wir die Möglichkeit haben, hier die nationale Bildungsplattform auch vorzustellen, weil es, wie gesagt, kein Prozess ist, der jetzt isoliert in einem Ministerium entwickelt wird, wo wir uns was Tolles ausdenken, was hinterher präsentiert wird, sondern wir binden die Stakeholder in diesen Prozess mit ein. Sie müssen auch eingebunden werden, weil, wie gesagt, es ist ja auch schon ganz, ganz vieles vorhanden, was wir mitnehmen möchten, was wir einbinden möchten, um einen solchen digitalen Bildungsraum zu haben, der sowohl von öffentlicher Hand als auch von privater Hand ja auch konzipiert wird. Und deshalb möchten wir eben die verschiedenen Bildungsbereiche, die verschiedenen föderalen Ebenen, also Kommunen, Länder, in diesen Prozess mit einbinden, genauso wie die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft. Das ist wichtig, diesen Input mit reinzubekommen, weil wenn es eine Vernetzungsinfrastruktur geben soll, eine Meta-Plattform, dann muss sie natürlich auch anschlussfähig sein, dann muss sie interoperabel sein, wie eingangs erwähnt. Und da ist dieser Austausch ganz wichtig. Ich freue mich auf eine Diskussion, eine spannende Diskussion heute, bedanke mich, dass Sie so tapfer zugehört haben, auch wenn ich die Zeit etwas überschritten habe. Und ja, freue mich auf eine anregende Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Hanken. Das ist sehr nett, dass Sie uns so mitgenommen haben in das sehr komplexe Thema, nämlich die Darstellung der nationalen Bildungsplattform als Kernbestandteil eines nationalen digitalen Bildungsraums, der natürlich auch anschlussfähig international sein muss. Ich würde direkt einsteigen in die Diskussion und Sie hatten schon darauf hingewiesen, dass Herr Greisler hier vor allen Dingen aus der Perspektive des OZGs gerne ergänzen kann, denn Sie haben schon sehr deutlich den Vernetzungscharakter hervorgehoben und das Zusammenspiel unterschiedlicher bestehender Services. Und deswegen möchte ich gerne Sie fragen, Herr Greisler, Sie sind ja nun zuständig für den Bereich Hochschulen im BMBF und gleichzeitig auch für die OZG-Umsetzung der Bildungsjourney und damit der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Und das ist ja kein triviales Unterfangen. Jetzt fallen die Bildungsplattform und die OZG-Umsetzung, die Bildungsjourney nicht wirklich eins zu eins ineinander, haben aber doch deutliche Schnittmengen. An welchen Stellen können denn Nutzerinnen zukünftig erwarten, dass Verwaltungsprozesse digital abgewickelt werden können? Ich glaube, Sie müssen sich noch kurz unmuten. Können Sie noch nicht hören? So, ja. Jetzt? Wunderbar, jetzt läuft's. Okay, wunderbar. Ja, eigentlich war das OZG ein bisschen der Erkenntnisöffner für uns, dass wir so etwas brauchen wie eine Bildungsplattform. Das OZG hat uns ja erstmal die Möglichkeit gegeben, überhaupt gemeinsam mit den Ländern über alle Grenzen und Zuständigkeitsgrenzen hinweg Dinge zu digitalisieren und zu organisieren. Es geht ja darum, im OZG ist ja festgelegt, dass wir 500 so und so viel Verwaltungsleistungen so digital dem Bürger zur Verfügung stellen, dass er jederzeit von überall aus darauf zugreifen kann. Und wir haben angefangen mit dem BAföG, weil das schon lange ein Anliegen von mir war und von uns war,
dass das BAföG digital erreichbar ist für die Schüler und die Studierenden und haben uns mit den 16 Ländern zusammengesetzt und das relativ schnell auf den Weg gebracht. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt läuft das mit dem BAföG. Zumindest hatten wir das schon angestoßen. Inzwischen läuft es ja tatsächlich in 16 Ländern einheitlich und wird auch ständig noch weiter verbessert. Aber jetzt können wir ja auch noch weitere Themen angehen. Und das nächste, was wir jetzt mal angehen, sind die Verwaltungsdienstleistungen an den Hochschulen. Was gibt's denn da eigentlich? Abschlüsse, Zugang, Zulassung und so weiter. Dann haben wir uns das angesehen und haben gedacht, wir machen das wie beim BAföG. Man holt die Stakeholder an einen Tisch und überlegt, wie man das digitalisieren kann. Und dann haben wir festgestellt, so geht das gar nicht, weil es an jeder Hochschule anders ist, in jedem Land anders ist, weil die Dinge ineinander greifen. Zulassung setzt eigentlich erstmal voraus, dass man das Abiturzeugnis hat. Da sind wir schon im Schulbereich. Also es sind eine ganze Menge Dinge, die einfach ineinander greifen. Und wir können nicht eine einzelne Leistung irgendwie digitalisieren. Das würde nie funktionieren. Das heißt, wir brauchen Standards. Und dann ist es ja auch so, wir haben ja einen europäischen Hochschulraum. Das heißt, wenn jemand in Rom ECTS-Punkte erwirbt und die dann in Berlin nutzen will, dann müssen die ja von einem Campus-Management-System ins andere kommen. Wie verknüpft man das miteinander? Also, wir brauchen Interoperabilität, wir brauchen gemeinsame Standards und darüber ist eigentlich die Idee von unserer Seite entstanden, dass wir so etwas brauchen, was dann nachher diese Meta-Plattform oder die Idee der Meta-Plattform geworden ist. Das haben wir am Anfang so nicht gewusst, dass es so kommt. Aber es war ein Anstoß in diese Richtung zu denken. Das heißt, es kommt sehr darauf an, diese Interkonnektivität herzustellen. Und jetzt ist eben die große Aufgabe, gleichzeitig für dieses, wenn man so will, Biotop, Bildungsraum, die Standards herzustellen und die Interkonnektivität herzustellen und gleichzeitig aber auch Inhalte zu produzieren und da reinzustellen und es so attraktiv zu machen, dass diese, Entschuldigung, dass hier so Geräusche sind. Ich bin auf dem Euref Campus und hier passiert irgendwie in den Räumen rechts und links scheinbar auch allerhand, dass diese Dinge zusammenwirken. Und das ist eigentlich das Besondere, was wir jetzt mit dieser Plattform hinkriegen wollen und auch hinkriegen werden, glaube ich. Und wir müssen uns auch politisch natürlich überlegen, wie schaffen wir auch das Vertrauen für alle Stakeholder, dass sie hier mitmachen, dass sie ihre Dienstleistungen einstellen oder anbinden an diese Plattform und in diese Bildungsplattform, wie wir es nennen, mit hineinnehmen. Und das OZG kann dazu einerseits einen Beitrag leisten, ist aber andererseits auch genau auf diese Infrastruktur angewiesen. Wir werden ja im OZG jetzt in der Tat eine Leistung nach der anderen uns vornehmen und versuchen, sie digital zur Verfügung zu stellen. Neben dem BAföG wird es auch das AFBG geben. Sie sehen auch, wir arbeiten jetzt da wirklich über die Bildungsgrenzen, also Bildungsbereichs übergreifend zusammen. Und wir müssen auch europäisch mindestens, wenn nicht weltweit, denken. Das ist also ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Aber da das allen so geht und alle daran interessiert sind, kann das auch gelingen. Und wir müssen jetzt eben diese Standards, diese Anschlüsse zur Verfügung stellen und dann auch auf lange Sicht natürlich erklären, wie wir diese Dinge, diese Bildungsplattform nachhaltig zur Verfügung stellen. Denn niemand wird etwas entwickeln und nachhaltig selber zur Verfügung stellen, wenn er nicht weiß, dass diese Anschlüsse funktionieren müssen oder funktionieren. Und das ist, glaube ich, die politische Aufgabe auch der nächsten Jahre, hier einen zugleich sicheren
aber auch komfortablen und attraktiven Raum zur Verfügung zu stellen, wo die Nutzer souverän ihre Daten hineinstellen und die Anwendungen dann auch nutzen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Antwort auf Ihre Frage ist, sonst fragen Sie gerne nochmal nach, aber das ist, glaube ich, im Kern das, was wir jetzt vor uns haben. Ja, vielen Dank, Herr Kreisler. Ich finde es sehr spannend, dass Sie eben die Standards setzen und auch die Interoperabilität in dem Biotop, wie Sie es genannt haben, nochmal so stark hervorgehoben haben, dass es also nicht nur darum geht, auch technische Anschlussfähigkeit herzustellen, sondern tatsächlich auch kollaborativ im Zusammenwirken mit den unterschiedlichen Bildungsanbieterinnen und Bildungsanbietern hier an diesem Aufbau des Biotops und der Vernetzung des Biotops auch beizutragen. Ich würde jetzt gerne den Blick vom OZG und von der Initiierung der nationalen Bildungsplattform mal in Richtung einzelner Nutzergruppen wenden und würde gerne zunächst Herrn Krieg fragen, vor dem Hintergrund, dass die Bildungssektoren Schule, Hochschule und Weiterbildung nutzerzentriert miteinander vernetzt werden sollen und die Hochschulen dort in gewisser Art und Weise eine Scharnierstelle darstellen. Denn einerseits müssen sie mit den Abiturientinnen und Abiturienten wirtschaften in ihrem Hochschulkosmos. Auf der anderen Seite sind sie aber auch aufgefordert, gemäß des Mottos des lebenslangen Lernens, auch wenn jemand mal einen Bildungsabschluss erreicht hat, diesen auch immer wieder up-to-date zu halten und Angebote zu liefern, das auch tatsächlich tun zu können. Welche Bedarfe sollte denn die nationale Bildungsplattform adressieren, um auch Lehrende an ihren Hochschulen zu unterstützen? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, das ist großes Tennis, was da bewegt wird. Das ist alles andere als einfach. Sie müssen 16 Bundesländer unter einen Hut bringen. Wenn ich mir allein ein Bundesland anschaue, wir sind ja noch nicht mal so weit, dass unsere Lehramtsstudierende auf die Schulplattform zugreifen können. Weil zwar unterschiedliche Einrichtungen dafür zuständig sind, das bedarf wirklich einer Absprache. Und da kann ich mir vorstellen, was da alles noch passieren muss, bis wir dieses Projekt zum Laufen bringen. Aus Sicht der Universitäten gibt es, glaube ich, zwei Dinge. Einerseits, wenn ich mir die Lehrenden anschaue, dann wird auf einer solchen Plattform sehr viel Material zur Verfügung gestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zum Beispiel Remote-Experimente in der Physik über eine solche Plattform abwickeln, dass das nicht jeder selber machen muss, dass wir die Studierenden dazu bewegen können, aktiv mitzuarbeiten. Das wäre ein Punkt. Oder dass man einen Teil des Materials aus dem wirklich in den eigenen Lehrbereich integrieren kann, der dort zur Verfügung steht. Dass ich bestimmte Teile meines Kurses auslagern kann auf eine Plattform, wo ich den Studierenden sage, guckt euch diesen speziellen Bereich auf der Plattform an und dann löst ihr entweder meine Aufgaben oder Aufgaben, die dort sind. Dazu gibt es Voraussetzungen, nämlich dass diese Systeme mit den an den Universitäten vorhandenen Lernmanagementsystemen kooperieren können, dass ich das relativ einfach importieren kann, dass da keine großen technischen Hürden entstehen. Also das Schlagwort bei uns heißt, die Technik muss professorentauglich sein, weil wir ansonsten Schwierigkeiten mit der Akzeptanz bekommen. Der zweite Punkt ist, dass auf dieser Plattform auch komplette Kurse angeboten werden können, einschließlich der Prüfung. Dazu ist es besonders wichtig, dass man dann auch mit den Campus-Management-Systemen kooperiert, dass wir relativ einfach Anrechnungen und Anerkennungen durchführen können. Dazu haben wir natürlich das ganze Anerkennungsproblem. Und da ist ein wesentlicher Punkt, der auch für die anderen Bereiche gilt, das ist die Qualitätssicherung. Das ist die Frage, haben wir eine Plattform, wo jeder seinen Kram, sage ich jetzt mal despektierlich, einstellen kann, wo wir nicht wissen, im Allgemeinen ist das in gewisser Weise qualitätsgesichert. Denn das ist für die Hochschulen allgemein wichtig. Für unsere Absolventen liefern wir im Prinzip der Industrie ein Qualitätsversprechen. Von einem Absolvent der RWTH oder von der TU 9 erwartet die Industrie gewisse Kompetenzen, die anders sein können als die von der Fachhochschule Helgoland, um niemanden zu diffamieren an dieser Stelle. Das ist wichtig, dass wir auch bestimmte Dinge in den einzelnen Kursen dann erwarten und voraussetzen können. Und dafür ist der Bereich Qualitätssicherung von großer Bedeutung. Und es ist wichtig, bei den Landesportalen, die momentan entwickelt werden, die hören de facto in der Finanzierung an der Landesgrenze auf. Aber die Wissenschaft arbeitet natürlich über Landesgrenzen hinweg zusammen.
Und vorhin wurde schon erwähnt, die internationale Ausrichtung. Welche Probleme haben wir momentan bei der Europäischen Hochschule, Studierende von unseren Partnerhochschulen in unser System zu integrieren? Da gibt es irgendwelche rechtlichen Probleme, die eigentlich nicht sein dürften. Da haben wir Dinge und da muss diese Plattform auch eine Möglichkeit liefern, dass wir einfacher Studierende von Partnerhochschulen integrieren können, wenn auf der anderen Seite unsere Studierende auch bei den Partnerhochschulen zugelassen werden. Das ist eine Vorform der Internationalisierung, die nicht die Mobilität, das ist eine virtuelle Mobilität, die aber durchaus schon hilfreich sein kann und den Studierenden etwas vermittelt. Also ich sehe dieses Projekt positiv, aber um es nochmal zu sagen, großes Tennis und alle Achtung vor den Leuten, die sich das wirklich zutrauen, auch umzusetzen. Da haben sie noch viel zu tun. Ja, vielen Dank, Herr Krieg, für die Bestärkung und die Mahnung. Und schön, dass uns auch allen die Arbeit nicht ausgeht an der Stelle. Ich fand jetzt sehr gut, dass Sie hier nochmal betont haben, wie wichtig auch ein gewisser Organisationswandel oder Kulturwandel auch ist, dass man tatsächlich auch vom Lehrkörper ausgehend hinkommt, gemeinsam nicht nur Infrastrukturen zu nutzen, sondern auch Lehr-Lernmaterialien, die gemeinsam teilt, eben auch Fragen dann klärt, die wiederum Hochschulprozesse betreffen, wie beispielsweise die Anerkennung und Anrechnung oder Fragen des Status der Studierenden. Sie haben ja zuletzt gerade noch auf Ihre Europäische Hochschulallianz geschaut, wo es jetzt nicht in erster Linie um Technikprobleme geht, sondern eher um die organisatorischen und politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, die natürlich auch nicht aus dem Blick verloren gehen dürfen. Ich würde mal zur zweiten Gruppe weitergehen wollen, und zwar zu David Kuska. David, du bist ja quasi dreifach involviert oder dreifach betroffen von dem Projekt. Einerseits arbeitest du als Hilfskraft mit bei der Prototypenentwicklung, du bist selber Informatik-Student und damit auch technisch interessiert und natürlich auch Lernender an einer Hochschule. Was findest du denn besonders spannend an dem Aufbau dieser Meta-Plattform und wie wird sie zukünftig das Lernen verändern? Ja, also auch als junger Mensch habe ich schon eine sehr lange Bildungsgeschichte hinter mir und habe auch schon für meine Ansprüche mehr als genug harte Brüche zwischen Systemgrenzen miterlebt. Also hatte das erst vor einer Woche, dass ich ein Zertifikat gesucht habe und einen halben Nachmittag aufgebracht habe. Und so eine Meta-Plattform, die ist ja, die hält ja erstmal ganz viele verschiedene Stränge zusammen von bereits existierenden Plattformen und Anbietern. Das ist erstmal natürlich interessant, dass aus den vielen Strängen kein Wirrwarr wird. Dann finde ich super interessant, dass die Nutzergruppen oder die Rollenverteilung der Nutzer nicht so starr ist wie sonst auch, sondern idealerweise ist man Lehrender, Lernender zugleich in verschiedenen Hinsichten. Und das muss die Meta-Plattform ja auch flexibel abbilden können. Und wir merken auch immer wieder, dass es immer noch große Veränderungen im Nutzerverhalten gibt. Also vor 2 Jahren war der Bedarf für Videokonferenzkapazitäten noch bei weitem nicht so groß wie jetzt. Wir wissen nicht, was in 2 Jahren die Bedarfe für diese Meta-Plattform sind. Und ich glaube, dass die Plattform, die dann entwickelt wird, oder auch gerade das BIRD-Projekt, dass wir eben eine gesamte Bildungsreise abbilden können, statt bloß einzelne Etappen und dazwischen große Schluchten, was natürlich auch verhindert, dass wir immer wieder dieselben Daten aufs Neue einsammeln und auf irgendwelche fremden Server verteilen, sondern im Idealfall haben Lehrende und Lernende am Ende ein großes Portfolio von genutzten und gesammelten Materialien, aber auch ihrer erreichten Qualifikationen zur Hand und wissen auch, wie sie weiterhin damit arbeiten können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Perspektive der Nutzer zur Plattform sich ändert, dass sie nicht kognitive Fähigkeit einem raubt, sondern als Werkzeugkasten verstanden wird, um der für ganz heterogene Bedarfe benutzt werden kann, abseits von den klassischen Lehr-Lern-Szenarien, die wir jetzt momentan so kennen.
Ja, danke, David, und vor allem für den Hinweis auf die harten Brüche. Ich hoffe, es war nicht zu schmerzhaft bislang. Und die digitalen Gräben zwischen den Services sind nicht zu tief. Und auch für den Hinweis, dass natürlich wir nie, wenn wir an die Nutzung der Meta-Plattform denken, in einer Rolle verhaftet sind, sondern Lehrende sind Lernende und Lernende können auch Lehrende sein oder in ganz andere Rollen schlüpfen entlang der Bildungsjourney und hier auch Beteiligungs- und Austauschmöglichkeiten benötigen. Danke dafür. Ich würde weitergehen zu meinem nächsten Gast, zu Christian Büttner. Du vertrittst ja hier das Bündnis für Bildung, einen Zusammenschluss von IT-Unternehmen, Startups, Verlagen, Bildungsinstitutionen und Vertreterinnen der öffentlichen Hand, die von den Kommunen bis zu den Ländern reichen. Und damit hast du eine tolle Querschnittsperspektive auf der Vielfalt sozusagen der an dem Bildungsprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure. Was muss denn die Meta-Plattform aus deiner Sicht leisten, um einen substanziellen Beitrag zum digitalen Wandel des Lehren und Lernens leisten zu können? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und Alexander, du hast gerade angesprochen, das Bündnis für Bildung gibt es seit 10 Jahren und wir sind das gewohnt, dass unterschiedlichste Akteure in der Bildungslandschaft am Tisch sitzen, unterschiedliche Meinungen haben, Interessen haben, aber auch immer das gleiche Ziel. Und ich habe für mich immer so 2 Hashtags bei Twitter. Der eine heißt einfach machen und der zweite heißt keiner kann es alleine. Und das Thema keiner kann es alleine zeigt mir schon mal, dass es ganz, ganz wichtig ist in dieser digitalen Welt. Wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja ganz viele heterogene Plattformen. Der Krieg hat es gerade angesprochen. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen an den Tisch zu bekommen und zu sagen, was haben wir denn vor? Und ich finde deswegen den Begriff der Bildungsreise so schön, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was wir seit Jahren immer in den Sonntagsreden hören, das lebenslange Lernen. Ja, das ist ja genau das, was es abbildet, auch mit dem Portfolio. Ich bin nicht nur Lehrender, ich bin auch Lernender und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist aus meiner Sicht das, was die Bildungsplattform ausmacht oder welche Perspektive sie braucht, das eine ist tatsächlich dieses gemeinsame Arbeiten mit den unterschiedlichsten Institutionen aus der öffentlichen Hand, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Das zweite ist für mich tatsächlich auch ein Ansatz, den ich ganz spannend finde, dass ich sage, wir haben 57 verschiedene Projekte und wir schauen uns Prototypen an und wir gehen nicht sofort in eine Richtung, sondern wir überlegen, was passt denn auf das, was wir tatsächlich brauchen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger ist, ist die Sicht der Nutzer. Ja, wenn wir eine Plattform bauen, die nicht funktioniert, die der Nutzer nicht versteht, die dem Nutzer zu kompliziert ist, dann wird er die nicht nutzen. Und ich glaube, dieser konsequente Nutzergedanke ist ganz, ganz wichtig. Und zwar aus Lehrersicht, aus Lernersicht, aber auch aus Sicht der Content-Anbieter. Und ich glaube, dadurch schafft man auf der einen Seite Transparenz, auf der anderen Seite aber auch Vertrauen und Offenheit. Und eben auch über diese Standards kann ich natürlich dann auch Dinge klären wie den technischen Datenschutz, wie die Interoperabilität der Systeme. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen, dieser Weg wird zwar sehr lang und steinig und schwer, ja, und das wird dann tatsächlich auch großes Tennis sein, aber es gab ja mal einen 17-Jährigen, der Wimbledon gewonnen hat. Also warum sollen wir das nicht auch schaffen? Von daher, das sind für mich tatsächlich diese Perspektiven, nutzerorientiert, ganzheitlich denken und alle mit einbeziehen, sodass dann auch jeder seine Kompetenzen mit einbringen kann. Ja, danke schön für die Motivation. Also einfach machen und nicht alleine sind ja schon 2 gute Startpunkte. Wir sind ja, schon längst dabei am Machen an den unterschiedlichen Stellen und nicht alleine kann nur unterstrichen werden. Hier also auch Frau Handken hat in ihrem Input am Anfang darauf hingewiesen, einen breiten Stakeholder- und Beteiligungsprozess auch zu initiieren und auch die vielen Stimmen, die unser Bildungssystem zu bieten hat, dann auch hören und einfangen zu können. Wir gehen noch einen Schritt weiter in unserer Panel-Journey und jetzt ein Stück weit ins Ausland und zu dir, Philipp. Du arbeitest ja am MIT im Bereich Digital Learning und Collaboration, also gerade Kollaborationsformate und Open Education sind da ganz wichtige Themenfelder. Als wir uns letztes Mal am MIT getroffen haben, standen noch hybride Lernräume im Fokus, also die Verbindung oder die Modellierung des Übergangs zwischen analogen und digitalen kollaborativen
Formaten. Jetzt so ein bisschen eine undankbare Frage. Was können wir denn von euch lernen? Was können wir mitnehmen aus der Außenperspektive? Und was müsste die Meta-Plattform leisten, um Kollaborationsformate viel stärker noch in den Mittelpunkt zu rücken und ja, die Peers besser zusammenzubringen? Klasse, ja, vielen Dank für die Einladung und für das spannende Gespräch. Ich bin in der Tat natürlich so ein bisschen Außenseiter hier und finde das super interessant zu hören, was da gerade in Deutschland passiert. Sehr ambitioniert, aber ich finde auch sehr wichtig und sehr spannend. Wenn wir über Hybrid nachdenken, denken wir nicht nur über analog-digital nach, sondern eher auch über formeller Bildung und informeller Bildung oder Hochschulbildung und Corporate Learning. Also diese ganzen Verschmelzungen, da wo Bildung passiert, eben nicht nur technologisch, sondern auch institutionell, organisatorisch. Und zum Beispiel diese Frage des lebenslangen Lernens, es ist aus unserer Sicht jetzt am MIT ganz klar, das ist heute schon eine Realität. Das ist nichts, was in der Zukunft kommt. Wir haben jetzt schon eine riesige Anzahl von Leuten, die bei uns zum Beispiel einen Micromaster gemacht haben, was ein neues Zertifikat ist, was MIT erfunden hat, was dann jetzt viele andere Hochschulen auch anbieten. Und wir planen im Prinzip für eine Zukunft, wo Leute alle 5 Jahre einen neuen Micromaster machen werden, um sich neu zu orientieren, um neue Fähigkeiten zu entwickeln, um irgendwie neue Möglichkeiten zu haben in ihrer Karriere. Und da sind natürlich solche Sachen wie Bildungspfade, Meta-Plattformen, Bildungsdaten total interessant. Und jetzt so der Vergleich Amerika-Deutschland, da denke ich, ist einer der großen Vorteile, den wir in Deutschland haben, ich sage jetzt mal wir als ursprünglich Kölner, ist speziell diese digitale Souveränität, weil Facebook heißt jetzt ja auch Meta, aber wir reden ja hier von einer ganz anderen Meta-Plattform, einer Plattform, wo eben die Bildungsdaten nicht an den meistbietendsten verkauft werden oder zu kommerziellen Dingen genutzt werden können, außer wenn der Studierende oder die Studierende dem zustimmt. Und das, denke ich, ist eine ganz interessante neue Situation, wo eben auch immer mehr Menschen begreifen, wie wichtig das ist. Und da könnte jetzt Deutschland oder Europa wirklich führend werden, wenn man mal drüber nachdenkt, was so eine öffentliche Bildungsinfrastruktur, eine digitale öffentliche Bildungsinfrastruktur denn anzubieten hat und wie man das quasi an die existierenden Institutionen und Systeme anschließt, ist eine super spannende Frage und ja, dann sehen wir mal, inwiefern das MIT da vielleicht mitmachen kann von außen. Ja, vielen Dank. Also Kollaboration hört nicht an der Landesgrenze auf. Das ist ja auch im Stammbuch geschrieben der gesamten Initiative des digitalen Bildungsraums. Also der kennt eigentlich ja keine geografischen Grenzen. Und danke auch für deinen Hinweis auf die Verschränkung von formellen und informellen Lernen. Ich denke, spannend wird sein, zu schauen, wie dann tatsächlich auch Lernpfade aussehen, die nicht einer rein oder oftmals zu sehr linearen Logik auch gedacht werden, sondern vielmehr Flexibilität und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten entlang der Bildungsjourney letztlich auch bieten. Ja, wir sind jetzt eine Runde rum und haben gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt alle Themen so richtig zu vertiefen. Ich würde aber gerne nochmal rückfragen bei Frau Hanken. Sie haben jetzt unterschiedliche Einordnungen auch gehört von unseren Panelistinnen hier. Und wo würden Sie denn Ergänzungen sehen oder vielleicht noch Erweiterungen? Oder würden Sie schon sagen, das deckt sich 100% mit der von Ihnen eingangs skizzierten Perspektive im Impuls? Ja, vielen Dank. Also ich bin erstmal erleichtert, dass es nicht die totalen Widersprüche zumindest gibt in der Diskussion, sondern ich finde da schon viel wieder, wo wir, glaube ich, gemeinsam in die gleiche Richtung wollen. Insbesondere was das Thema Nutzerzentrierung betrifft, dass eben das wirklich im Mittelpunkt stehen muss, was der Einzelne von einer Plattform dann eben auch benutzen kann und will und wofür er sie nutzen kann und will. Das ist ja nochmal sehr betont worden und das ist auch eben unser Ausgangspunkt. Insofern sehe ich uns da eben auch sehr bestätigt. Das ist, glaube ich, immer, und das haben ja auch mehrere gesagt,
man muss es dann auch durchziehen, man muss es dann auch einfach machen. Das wird, glaube ich, eben das Thema sein. Und das ist ambitioniert, das habe ich ja auch eingangs gesagt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um es wirklich anzugehen, weil wir haben gesehen, wo unser digitales Bildungssystem steht und wo die Lücken sind und wo wir dran arbeiten können und müssen. Und ich glaube auch, und auch das ist ja gesagt worden, es ist auch bei allen Beteiligten erkannt worden. Und auch bei allen Beteiligten erkannt, dass es eine Zusammenarbeit geben muss, weil es eben nicht gerade nicht nützt, wenn jeder an seiner eigenen, an seinem eigenen Bereich nur arbeitet, ohne dass es eine Vernetzung gibt. Und dieses Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren, die ja auch schon etwas haben und auch einbringen können und auch wollen, das erlebe ich eigentlich bisher in unserer Diskussion auch als positiv. Man muss nicht immer alles einer Meinung sein, aber man muss am gemeinsamen Ziel arbeiten wollen. Und der Weg kann manchmal ein bisschen verwinkelter sein, aber das Ziel ist, glaube ich, ein gemeinsames. Und da, finde ich, sind wir eigentlich auch schon manchmal einen Schritt weiter, als es vielleicht in der öffentlichen Diskussion auch erscheint. Ich erlebe da eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, was das betrifft. Und wir können halt eben auch von vielen Prozessen profitieren, wie es eben gerade für den OZG-Prozess genannt wurde, wo wir schon auf dem Weg sind. Das ist eigentlich so, was ich nochmal mitnehme. Ich finde diesen internationalen Gedanken sehr wichtig. Das war auch, glaube ich, eine der Fragen, die vorhin aufgetaucht ist, ob es internationale Vorbilder gibt. Ich halte ehrlich gesagt nichts davon, irgendetwas, was woanders funktioniert, 1:1 bei uns übertragen zu wollen, weil wir schon eben auch ein anderes, ein komplexes System haben. Aber ich finde es richtig zu gucken, was es woanders gibt und wo was anderes funktioniert. Und wir sind sowohl im europäischen Kontext, und ich glaube, die skandinavischen Länder sind auch in vielen Bereichen hier sehr weit vorne, dass wir uns genau auch das anschauen möchten, was dort funktioniert, und dann eben auch gucken, was man davon übertragen kann und was auch nicht. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht nochmal auch mitnehmen möchte, weil ich glaube, das war das Stichwort, einfach machen. Ich finde auch, wir sollen einfach auch mal machen, auch vielleicht mit einem Risiko, dass wir noch nicht 100% jeden Schritt auf dem Weg kennen werden, den wir jetzt gehen, weil eben gerade in diesem Bereich sich viel und wahnsinnig viel entwickelt und weitergeht. Und genau das machen wir jetzt einfach auch. Ne? Wir haben den Anstoß gegeben, wir haben die Prototypen, wir können da testen, wir können verfahren, wir gehen weiter dort die Schritte. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, das voranzutreiben. Und daran sehe ich mich auch in dieser Diskussion gestärkt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Hanken, vor allen Dingen, dass Sie auch nochmal die internationalen Vorbilder und die Frage aus dem Chat aufgegriffen haben. Die wollte ich gleich elegant an Herrn Greißler eigentlich auch noch rüberschieben und eben fragen, ob da nicht gerade auch die European University Alliances auch ein Experimentierfeld dafür sind, wo wir zumindest aus meiner DAD-Perspektive schon erste Ansätze sehen, wie Zugänge auch vereinfacht werden, sei es zu Lernressourcen oder auch zu Systemen. Aber vielleicht wollen Sie noch kurz da anknüpfen, Herr Greißler. Ja, klar, kann ich gerne machen. Also natürlich, European University Alliances sind ein Feld, auf dem man das einfach ausprobieren kann und dann auch sieht, ob es europäisch funktioniert. Insofern auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber lassen Sie mich mit Blick auf die Zeit vielleicht noch ein paar andere Dinge noch mal betonen einfach. Ich fand sehr gut das Argument von Philipp Schmidt, weil das eine wichtige Motivation ist für mich oder für uns, kann ich eigentlich sagen, warum wir so etwas in Deutschland haben wollen, nämlich, dass es wirklich nutzerorientiert ist und dass der Nutzer bestimmt, was mit seinen Daten passiert. Das ist eine ganz wichtige Motivation und zwar auch wirklich bestimmt. Also wir haben ja auch bei den kommerziellen Angeboten immer den Klick, ich stimme zu. Aber da stimmt man zu, weil man entweder nicht richtig gelesen hat, weil das falsch aufgeblinkt hat oder weil man eben sonst nicht an diese Funktionalität rankommt und man die aber unbedingt gerade braucht. Was wir wollen, ist, dass man wirklich zustimmt und sagt, ja, ich will meine Daten dafür hergeben, aber ich weiß auch, dass sie nur dafür genutzt werden und nicht an zukünftige Arbeitgeber weitergeliefert werden und so weiter. Also das ist sicher eine wichtige Motivation, weshalb es, glaube ich, auch uns das Geld wert sein sollte, dass das kosten wird. Denn das muss uns auch klar sein, so eine Plattform
zu installieren und wirklich so zur Verfügung zu stellen, dass sie auch attraktiv ist für alle, die da was draufstellen wollen und das nutzen wollen, das wird richtig teuer. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo jetzt die Politik das begreifen muss. Und ich hoffe, dass dass da auch was von dem Koalitionsvertrag drinsteht, dass das wirklich eine Priorität bekommt und wir einen digitalen Bildungsraum für Deutschland und vielleicht auch über Deutschland hinaus für Europa schaffen und dass wir die Mittel, die wir jetzt entwickelt haben, nutzen und dass nicht alles ausläuft. OZG, Konjunkturpaketmittel laufen ja eigentlich Ende 2022 aus, aber natürlich sind wir dann nicht fertig damit und es muss noch vieles passieren und das OZG, Herr Krieg, das liefert uns einfach auch viele Hilfen, wo wir diesen Föderalismus auch mal überwinden können, weil es eben einen digitalen Planungsrat gibt, in dem man Dinge entscheiden kann über die Ländergrenzen hinweg. Wenn wir es dann noch schaffen, dass die 16 Datenschutzbeauftragten in Deutschland sich einfach darauf einigen, dass die einheitliche europäische Datenschutzrichtlinie anzuwenden und nicht in 16 verschiedenen Anwendungstypen uns anbieten und das auch nicht in den Hochschulen bei jedem Datenschutzbeauftragten wieder anders ausgelegt wird, dann können wir, glaube ich, auch diese Zersplitterung etwas überwinden und haben eine Chance, wirklich ein gutes Angebot zu machen. Wir müssen wirklich, und Herr Kuska, Sie haben eben von Bildungsbrüchen gesprochen, da wollte ich erst Ihnen widersprechen und sagen, ja, Bildungsbrüche können ja auch was Gutes sein, aber natürlich, so wie Sie es beschrieben haben, ist das natürlich Blödsinn, wenn ich alles suchen muss und für Bürokratie stundenlang brauche, das darf nicht sein. Das muss so organisiert sein, dass man das wirklich mit einem Klick hat und leicht findet. Und das sind Ansprüche, die wir haben an die Meta-Plattform, aber natürlich auch an die vielen Inhalte, die da drin sind, die sich da anschließen. Und das hinzukriegen ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Dafür brauchen wir eine politische Priorität und auch ein Umdenken in der Kultur. Ich habe gesehen, irgendjemand fragte auch, kriegen wir das hin, dass das so ist wie in Estland eines Tages in Deutschland in 2025. Ich glaube, der Vergleich ist ein bisschen unfair, aus dem Grund, dass wir viel mehr Hindernisse haben und viel größer sind. Ein Hindernis, das wir haben, ist, dass vieles auch schon funktioniert bei uns. Das muss man ja einfach auch sehen. Und wir eben das Gute eintauschen müssen gegen etwas Besseres. Und das ist eben immer schwer zu beweisen. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns, glaube ich, unterscheidet von vielen Ländern. Und das andere ist in der Tat auch unsere Kultur. Wir haben diese Kultur, jeder kehrt vor seiner Tür. Und wir müssen ein bisschen mehr abrücken von dem eigens guten Subsidiaritätsprinzip. Ich finde das ja nicht schlecht, das Subsidiaritätsprinzip, aber in der Digitalisierung müssen wir wirklich dazu kommen, an einer Stelle die Dinge zu entwickeln und dann zu skalieren und das überall zu nutzen. Und das ist kein Eingriff irgendwie in Hochschulhoheit, Autonomie und so weiter, weil wir ja gar nicht an die Inhalte rangehen, sondern wir kümmern uns ja wirklich nur um Prozesse und um die Bürokratie. Nur darum geht es beim OZG jedenfalls. Also wir wollen überhaupt nicht bestimmen über die Inhalte dessen, was an den Hochschulen oder auch an den Schulen passiert. Das ist, in den Schulen ist es Ländersache, bei den Hochschulen ist es Hochschulsache aus meiner Sicht. Und das soll auch so bleiben. Aber es muss einfacher funktionieren und dafür müssen wir uns zusammentun und zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist die wichtige Lehre. Und ich hoffe, dass wir das auch politisch in den nächsten Jahren hinkriegen. Das wäre mein Wunsch dazu. Vielleicht lasse ich dabei. Ich glaube auch, Herr Kreisler, wir sind schon fast am Ende. Jetzt sind wir gar nicht gekommen dazu, die einzelnen Punkte noch zu vertiefen. Ich würde aber trotzdem gerne, auch wenn wir nur noch eine Minute haben, zumindest eine Mini-Abschlussrunde machen und darum bitten, sich ganz, ganz kurz zu halten mit maximal zwei Sätzen und zwar zu beschreiben, wie der Bildungsraum 20
2025 dann tatsächlich aussehen wird. David, du bist da schon längst Promotionsstudent, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie sieht der Bildungsraum dann aus? Ja, hoffentlich hat er mir erstmal geholfen, dabei eine Promotionsstelle zu finden und hilft mir jetzt auch weiter, mich mit anderen Forschenden zu vernetzen und hoffentlich auch Materialien bereitzustellen, um dann irgendwann fertig zu promovieren. Dankeschön. Herr Krieg, Sie sind dann wahrscheinlich emeritiert und bestimmt wieder Neulernender eines neuen Studiengangs oder etwas Ähnlichem. Wie sieht der Bildungsraum dann 2025 für Sie aus? Also ich glaube, dass wir uns deutlich weiterentwickelt haben. Was mich optimistisch stimmt, ist die Entwicklung während der Pandemie, bei allen Schrecklichen, die sie natürlich in sich hat. Wir haben einfach gemacht, weil wir mussten. Und dadurch haben wir eine Entwicklung hingelegt, die wir in einer normalen Entwicklung der Zeit nie in diesem Zeitraum erreicht hätten. Dankeschön. Weiter. Ja, Herr Greißler, Sie haben schon die Frage nach dem in Deutschland das neue Estland schon quasi vorweggenommen. Wie viel OZG-Leistung haben wir denn dann umgesetzt? Schon mehr als 526 oder? Auf jeden Fall, wir erfinden ja täglich neue. Insofern bin ich da ziemlich sicher, dass wir auf so eine Zahl kommen. Und vielleicht im Anschluss noch an Herrn Krieg. Also ich denke in der Tat, die Pandemie hat uns geholfen, das Bewusstsein zu ändern. Das war richtig gut aus der Sicht. Aber wir müssen jetzt noch dazu kommen, dass nicht jeder macht, sondern dass jeder zusammen mit den anderen macht. Dass wir wirklich gemeinsame Lösungen finden. Das war richtig, jetzt erstmal schnell zu reagieren und das jeder gemacht hat vor Ort. Fand ich auch gut. Aber jetzt muss man das auch noch zusammenbinden. Und aber auch da werden wir 2025 ein ganzes Stück weiter sein, bin ich ganz sicher. Dankeschön. Christian, nochmal rüber zu dir. Wie digital werden denn die Schulen 2025 sein und was werden Schülerinnen dann auf gar keinen Fall mehr von der Meta-Plattform missen wollen? Also wenn wir es schaffen, diese digitale Aufbruchstimmung, die ja in Estland oder in den baltischen Staaten herrscht, auf Deutschland zu übertragen, dann bin ich guten Mutes, dass die Schulen in Deutschland im digitalen Zeitalter angekommen sind. Und zwar nicht alles digital machen, aber das, was sie machen wollen, digital machen können. Und das barrierefrei, und zwar als Lehrer und als Lernender und vor allem fortabs- und zeitunabhängig. Denn eins hat uns auch gelehrt, ja, die Pandemie. Die Schule ist nicht mehr nur ein Lernort oder ein Lehrort, es ist ein Lebensort. Und Schule und Lernen findet überall statt. Und das würde ich mir einfach wünschen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir eine hohe Akzeptanz bei den Lehrenden, bei den Lernenden und auch bei den erreichen, sodass da eine Community entsteht, die das Ganze vorantreibt, dann bin ich da guten Mutes. Wir als Bündnis für Bildung sind bereit dazu. Und ich merke das auch täglich bei uns, dass da alle an einem Strang ziehen und vor allem in die gleiche Richtung. Dankeschön. Philipp, zu dir rüber. Wird es 2025 dann noch nationale Grenzen geben und wird das MIT dann schon ein integraler Bestandteil der Meta-Plattform sein? Bisschen andere Antwort. 2025 ist ja nicht lange hin. Das sind ja nur noch ein paar kurze Jahre. Und was die Plattform angeht, hoffe ich, dass der Fokus auf den Zertifikaten liegt, anstatt den Bildungsangeboten. Denn wie wir am Beispiel Alex gerade gesehen haben, selbst mit 400 Millionen Dollar, das BMBF hat natürlich mehr Möglichkeiten, aber 400 Millionen Dollar sind ziemlich viel Geld, konnte edX keinen Mitbewerber zu den kommerziellen Plattformen auf die Beine stellen, der irgendwie tragbar war. Andererseits glaube ich, diese Vision, die der Herr Büttner gerade beschrieben hat, wo man eben verschiedene Bildungsangebote aus anderen, allen möglichen Bereichen kombinieren kann, der einfachste Weg dahin ist über die digitalen Zertifikate. Wenn die interoperabel sind, sodass der Herr Kuska nicht einen halben Tag nach seinem Zertifikat suchen muss, sondern er das in seiner Wallet irgendwo hat und er entscheiden kann, wie er das mit wem teilt, dann glaube ich, diese Innovation und diese Flexibilität, von der wir hier sprechen, die wird am ehesten möglich sein über die digitalen Zertifikate. Die Angebote, diese anderen Sachen, das sollte man lieber dezentralisieren oder zumindest für die nächsten paar Jahre. Dankeschön. Frau Hanken, Sie haben das Schlusswort. Wir haben ja fast unterschlagen, dass wir ja gerade in der Regierungsbildungsphase sind.
Wie sieht der Bildungsraum 2025 für Sie dann aus? Was würden Sie der neuen Regierung gerne mitgeben wollen, damit das dann, was Sie sich wünschen, auch Wirklichkeit wird? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir 2025 einen entscheidenden Schritt weiter sind von den bisher ja oftmals isoliert dastehenden Plattformen zu einem wirklichen Plattformökosystem, einem vernetzten Plattformökosystem, wo eben diese bruchlose Bildungsreise möglich ist und das Ganze eben wirklich aus Sicht der Nutzer gestaltet wird, dass es Kooperationen ermöglicht zwischen denen, wo wir heute uns noch schwer Kooperationen vorstellen können, eine Zusammenarbeit eben auch gibt im Sinne dieser Bildungsreise. Das würde ich mir wünschen und ich hoffe, dass das Thema weiterhin so auf der politischen Agenda bleibt, wie es jetzt auch ist und eben auch dementsprechend mit allen Beteiligten weiter vorangetrieben wird und ich sehe uns da auf einem guten Weg. Ja, vielen Dank. Dann bleibt mir, mich bei allen Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bedanken für die spannende Runde. Ich würde mir wünschen, dass wir vor 2025 die Gelegenheit haben, das Gespräch fortzusetzen, weil ich glaube, wir haben einen sehr interessanten Austausch initiiert, der sich mühelos fortsetzen lassen ließe. Insofern herzlichen Dank nochmal in die Runde. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren und hier mitgemacht haben. Im Chat gab es eine rege Paralleldiskussion. Also auch hier geht uns der asynchrone Gesprächsstoff nicht aus. Ich wünsche allen ein sehr schönes University Future Festival. Ich mache mich gleich auf den Weg in Richtung Peer-to-Peer und freue mich dann noch auf einen schönen Abend und weitere Angebote. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Und ich freue mich auf die, die die Gelegenheit haben, zum Peer-to-Peer zu kommen. Leider ja nicht für alle möglich, aber gut. Tschüss. Dankeschön.